Verbinden wir uns mit dem göttlichen Feld der Wunder und danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr mit uns hier seid und sprechen wollt durch mich. Ich bin da, ich bin bereit. Ihr schönen Seelen, ihr hochgeliebten Seelen, wir danken euch sehr, dass ihr heute da seid und wir verneigen uns immer wieder vor dir, denn alle, die ihr heute hier seid, seid einen weiten Weg gegangen schon. Es ist ein weiter Weg gewesen, oftmals, sie hat dieses Gleichnis gerade fast gebracht, oftmals war es, als ob ihr diesen Stein den Berg hochrollt, doch es rollen 400 wieder zurück. Und manchmal wusstet ihr dann nicht mehr, welchen von den 400 wollte ich eigentlich nun wieder hochrollen. Und so habt ihr euch verloren in diesem ganzen Gestrüppe an Aufräumarbeiten. Und so ist es die Nachricht, die wir in den vergangenen Tagen häufig gegeben haben. Es ist dieses vorbei. Das Graben in der Dunkelheit ist vorbei. Denn was durch dieses Licht, welches nun einströmt von der Erde selbst, die vollständig aufgefüllt ist von der Sonne und auch von allen Monden, dieses Licht, das nun einströmt, es macht euch zu dem durchsichtigen Menschen. Es macht dich zu diesem Menschen, der nicht mehr sich hindurch mogeln kann, wie diese Mogelpackung, die einfach ein kleines Mäntelchen drüber zieht und sagt, ach nein, lass mich bitte in Ruhe, ich möchte heute nicht gestört werden. Nein, das wird so nicht mehr funktionieren, denn so wie ihr alle jetzt hier sitzet, seid ihr angetreten, um euch zu lieben. Nicht um eure Dunkelheit zu leben, um euer Gewaber in den Dramen weiterhin zu zelebrieren und euch zu identifizieren mit dieser Tragödie oder jener. Nein, ihr seid angetreten dafür, dass ihr die Vorausgeher seid. Und was macht ihr denn als Vorausgeher? Ihr steht doch nicht da und sagt, oh, ich habe meinen Schuh noch nicht gebunden, jetzt wartet doch noch einmal eine halbe Stunde auf mich. Nein, das würdet ihr nicht tun. Ihr werdet vorher sehen, dass euer Schuhwerk richtig ist. Wenn es nicht angemessen ist, kauft ihr vorher den richtigen Schuh. Ihr werdet ihn ausprobieren, ihr werdet euren Atem prüfen und ihr werdet euch auftrainieren. Und das, geliebte Seelen, habt ihr doch nun lange genug getan. Es sind dieses die ein oder andere Seele, die hier sitzt, die nächsten Wochen noch dazu nutzt. Das haben wir ja gesagt, dass bis zum März in etwa diese Ruhephase noch andauern kann. Und so wird es dieses bis zum März auch sein können, dass ihr eure Keller noch aufräumt. Während ihr also eure Keller aufräumt, vergesst nicht, dass es nicht mehr nur um den Keller geht, es geht auch um das Erdgeschoss, um den ersten Stock. Ja, und es geht vor allem, geliebte Seelen, um das Dachgeschoss. Denn hier macht ihr das Höhentraining. Das Höhentraining, das bedeutet, wie geht es mir denn, wenn ich einen ganzen Tag in der Freude bin, wird es mir dann denn langweilig? Denn dieses ist die Frage, die du häufig noch heute hast. Wie wird es denn sein, wenn ich nicht mehr graben kann nach dieser Krankheit oder jedem Zipperlein? Werde ich denn vor Langeweile nicht mehr wissen, wie mein Tag ist? Und deshalb, geliebte Seele, kannst du nun diese Monate nutzen, einerseits noch aufzuräumen in diesem Keller. Mit großen Schritten kannst du gehen. Es sind die Details nicht mehr wichtig hier. Und andererseits gehst du mal ins Erdgeschoss, um zu sehen, wie fühlt sich denn diese Balance an, dieses Aha, ah, so ist das, wenn ich nichts bin, wenn da gar nichts ist. Und dann geh auch ins Dachgeschoss, wie fühlt sich es denn an, wenn dieses Licht einströmt. Und diese sind also die Probeeinheiten, die du dir geben kannst, so wie dieser Bergführer, der nicht eine kleine Tour auf dieses Wildalpjoch macht. Nein, er macht eine Tour auf den Everest mit Menschen, die es nicht trainiert haben. Und dieses, geliebte Seele, ist das wichtigste Bild,
dieses Tages. Bei allem, was nun kommt, erinnere dich daran. Es gibt diese unzählig vielen Seelen, die nun hereindrängen, die es nicht geübt haben, auf die Berge zu gehen, die es nicht geübt haben, in den Kellern mit kleinen Detailschäufelchen herumzufummeln. Und das ist auch nicht gefragt, denn du bist geübt und darum geht es. Es geht darum, dass du feststehst. Es geht um deinen sicheren Stand im Leben, denn nur so kannst du sie auf den Everest führen. Du weißt, wie es ist, dieses Ding mit dem Everest. Es ist im Grunde die Ausrichtung. Jemand möchte auf den Everest, damit hat er fast alles, was er braucht. Wenn es nun auch so wäre, dass er mit einem Schnippen den Sauerstoff verändern könnte, er würde so hinaufsteigen. Und dieses ist die Zeit, die wir angekündigt haben. Denn die Energie, die der Mensch braucht, der noch nie auf einem Berg war, um den Everest zu erklimmen, die ist nun da. So, was es braucht von dir ist, diesen festen Stand. Diesen festen Stand in deiner Wahrheit. Und wir sagten es bereits vorher, deine Wahrheit, das ist alles, was in diesem Spiel des Lebens zu dir gehört. Es ist dieses, dass du einen Klumpfuß hast und ihn mit einem besonderen Bergschuh kaschierst. Das bedeutet nicht, dass du diesen Klumpfuß nicht hast. Das bedeutet nur, dass du den Berg erklimmen kannst, trotz und mit dem Klumpfuß. Damit wollen wir dich ermutigen. Gib dein ganzes Leben in den Ring. Breite es nicht aus, um Klatschen und Beifall heischen zu bekommen, sondern breite es aus, damit die Leute da draußen verstehen, du bist einer von uns. Du bist nicht einer, der sich nach oben stellt, um mir zu zeigen, wie dumm ich bin. Nein, du bist ja ich. Das ist immer das Allerwichtigste in diesen Zeiten, denn es ist dieses eine lange Isolationsphase. Wir sprechen dazu gleich noch ein Wort oder auch drei. Und diese Isolationsphase hat viele Menschen noch mehr dahin geführt zu glauben, oh, ich bin alleine auf dieser Welt. Und so sagen wir, wie wir es immer wieder gesagt haben, nichts passiert aus diesem Zufall, nichts fällt dir zu. Alles ist von dir gemacht. Und so habt ihr viele, viele Jahrhunderte, ja, wir möchten sagen Jahrtausende damit verbracht, euch als abgetrennte Wesen, nicht nur abgetrennt ich von dir, sondern auch abgetrennt ich von allem, was ist. So habt ihr euch erfahren, das habt ihr trainiert. Dafür habt ihr viel Zeit und viel Muße verbracht, weil ihr dachtet, das wäre das Spiel des Lebens. So könnt ihr nun die Macht gewinnen. So geht es in eurem Spiel ums Gewinnen. Und das ist schön, das habt ihr erfahren, das wolltet ihr spielen. Und dieses Spiel ist nun, wir sagen es ganz klipp und klar, abgedroschen. Es ist aus, es ist langweilig, es hat seine Attraktivität gänzlich verloren. Ein neues Spiel hat begonnen, es ist das Spiel der Wahrheit. Und in diesem Spiel der Wahrheit, geliebte Seele, geht es darum, dass du zunächst dich selbst erkennst, denn es ist schön zu wissen, wer du bist, bevor die Menschen durch dein gläsernes Sein blicken. Also nutze diese Zeit, diese Monate, die da noch sind, die ja auch im Außen dir diese Ruhe gönnen, und richte dich auf, stelle dich auf, denn wir sagen es noch einmal, es ist hier in diesem Raum niemand, der nicht dafür sich beworben hat, bevor du hier inkarniert bist, als Vorausgeherin, als Vorausgeher parat zu stehen. Das muss dich nicht erschrecken, das darf dich erfreuen. Denn ein Vorausgeher, das ist ja auch jemand, die nun verstehen kann, oh, warum habe ich das alles gemacht? Warum bin ich diese ganzen Umkehrungen gelaufen, diese Schleifen und diese Steinrolltage? Und wir sagen dir, es ist deshalb, damit du nun vorausgehst. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Stehen, dein Gehen, dein Mit-uns-Sein.
Also tu alles. Es gibt dieses Spiel, das da sagt, gib den vollen Einsatz. So gib den vollen Einsatz nun. Es geht um das Spiel des Lichts nun. Es geht nicht mehr nur um das Spiel des Lebens, es geht um das Spiel des Lichts. Es stehen Unmengen von Menschen bald da, die brauchen dieses offene Herz, diesen weichen Schoß. Dieses Liebesfeld, in das du sie hineinbettest, auch diese starke Hand, diese klare Stimme, die ihnen sagt, wie komme ich denn nun auf diesen Everest? Und dieser Everest, das ist ja nichts außerhalb von dir, das weißt du schon länger, das ist ja in dir. Und das ist auch eine Neuigkeit für so viele Menschen da draußen, die noch immer nach draußen schauen und sich danach aufrichten, was sagt denn dieser und was strömt denn jeder aus. Es ist vollkommen gleichgültig, was außerhalb von dir stattfindet, denn das Außen ist nur der Spiegel deines Innen. Es gibt diese Quantengesetze, die wir sehr schön finden und die hier sitzt, wird es dir später auch sagen. Es gibt diese Filme, die du dir ansehen kannst über die Quantentheorien. Da gibt es sehr schöne Erklärungen, die ganz klar machen, alles, was in diesem deinem Leben zählt, bist du. Warum? Weil es ja dein Leben ist. Woher willst du wissen, ob dieser Mensch gegenüber von dir existieren würde, wenn du nicht spielen würdest? Anders gesagt, wenn du aus diesem Spiel austrittst, dann mag dieser Mensch noch existieren, doch ganz sicher existiert er in diesem Spiel nicht mehr für dich. So, warum richtest du dich nach diesem Menschen? Das macht keinen Sinn. Das ist nicht in der Natur. Es ist, wir haben es schon so oft gesagt, es ist wunderschön, dass diese neuen Gemeinschaften sich gründen werden. Und ihr werdet merken, es wird diese Gemeinschaft nicht mehr ausgerichtet sein auf diesem, was kannst du mir geben, denn ich habe nichts. Es wird diese neue Gemeinschaft ausgerichtet sein auf deinem Ganzsein, auf deinem, ich stehe hier, ich kann dieses Licht auf mich scheinen. Ich weiß, dass du nun siehst, dass ich da und hier und da und da auch noch ein paar dunkle Stellen habe. Blicke gerne hin, mach damit, was du möchtest. Es ist das, was ich bin. Möchtest du so, wie ich bin, in meinem Ganzsein mit mir leben? Und dieses, geliebte Seele, werden die neuen Gemeinschaften sein. Darauf hast du so lange hingearbeitet. Das wolltest du erleben. Und jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Jetzt dürfen wir es leben. Für viele da draußen ein wirklicher Paradigmen-Shift. Und wir sagen, wir geben dir, das hatten wir versprochen, auch einen kurzen Einblick auf die 2021-Qualität. Das ist nur der Anfang. Es wird jetzt sehr schnell gehen. Es wird nun diese Erfindungen geben von Kindern, die noch gar nicht in der Schule waren, die einfach zeigen werden, ach so, da habt ihr es so schwer gemacht mit dieser Energiegewinnung, wieso geht ihr nicht daher, nehmt dieses Feld und ihr setzt es ein in dieses Auto und dann würde es doch auch fahren, oder ist das nicht so? In dieser Einfachheit werden nun die wunderbarsten Fortschritte, die wunderbarsten Technologien in diese Welt geradezu gebeamt, denn es ist so schnell wie ein Beamen. So, seid gespannt, was da kommt, und wie bei allem, was ihr früher in diesen Rauhnächten viel ins Aufräumen gegeben habt, gebt auch ein paar Minuten dieses Tages an die Seite dieses offenen Verstandes. Mach deine Welt offen. Schau, dass du diese Übungen, die ihr gerade gemacht hast, immer wieder macht, denn es macht deinen Geist weit. Denn es ist doch so, dieses Bewusstsein
welches du in diesem Spielbrett auf deinen, in deinem Stein erlebst. Dieses macht doch deine Welt, so mach sie dir doch wirklich wunderbar. Und wirklich wunderbar, das ist nichts, was dein Verstand wissen kann. Denn alles, was dein Verstand kennt, ist die Basic-Programmierung. Die Basic-Programmierung, geliebte Seele, sie ist längst überholt. Es gibt sie nicht mehr. Kein Student in dem IT-Fach weiß mehr, was Basic ist, es sei denn, er hat auch die Geschichte der IT studiert. Niemand kennt es mehr, also leg sie ab. Es ist in dieser Verstand nur dafür gebraucht, damit er diese Aufgaben wie Kochrezepte merken, wissen, wo muss ich meine Waschmaschine anschalten, welches ist mein Weg zu diesem Auto und wie kann ich dieses Gaspedal benutzen. Dafür ist dieser Verstand gut. Für alles andere steht er, und das weißt du längst, immer und immer wieder im Wege. Und ja, es ist so, dass wir dir sagen, nimm diesen Verstand nicht mehr ernst. Nimm ihn für eine Weile gar nicht ernst. Das ist so, wie ihr habt diese, und dafür wollen wir gleich auch noch etwas sagen, diese Diäten hier auf dieser Welt entwickelt. Wir lachen sehr über diese lustige Form der Einschränkung. Und so habt ihr also diese Diäten, dass du keine Schokolade isst für 4 Wochen. Und nun geht es um deine Diät, dass du diesen Verstand nicht ernst nimmst für 4 Wochen, für 6 Wochen, für 8 Wochen. Ja, vielleicht macht es dir so viel Spaß, dass du es ein ganzes Leben lang nicht mehr tust. Und so übe dich darin zu verstehen, was ist da? Was braucht er denn? Was muss er denn haben, damit er wieder still sein kann? Und dann kommen wieder ganz zu dir. Rufe uns in jeder Sekunde des Tages, denn wir wollen gerne bei dir sein. Viele von uns wären jetzt auch gerne hier in diesen Körpern, und glaube uns, diese Warteschlange oben oder unten oder an der Seite oder links, wo auch immer du sie hinstellen möchtest, sie ist riesengroß. Es kommen nun große Meister, große Seelen, die lange darauf gewartet haben, hierher zu kommen. Und dieses ist auch so, dass diese großen Meister teilweise gar nicht als kleine Babys geboren werden, sondern es geschieht etwas, was ihr so nicht kennt, auf dieser Erde noch nie erlebt habt, in all diesen Milliarden, Trilliarden Jahren nicht. Es ist dieses, wir nennen es Embodiment. Es sind diese großen Seelen, die nicht warten können, bis irgendwer sagt, ach, du bist ja erwachsen und hast jetzt eine Stimme gesprochen. Nein, es sind diese großen Seelen, die sich mit den Seelen verbinden, um hier schnell das Licht voran zu katapultieren. So, ihr werdet es sehen, dass plötzlich der ein oder andere Mensch in eurem Umfeld sich vielleicht über die Nacht verändert und liebe voll ist, ein großes Herz hat, offen ist, plötzlich da ist. Es wird dieses ganz neue Seelen geben. Es wird ein Volksfest der Freude. Und so ist dieses etwas, das Besonderste ist in den nächsten Monaten und Jahren, dass immer wieder diese großen Seelen in deinem Leben erscheinen werden. Vertraue darauf, und auch hierfür ist es wieder wichtig, weite dein Feld. Denn woher würdest du denn eine Seele erkennen, die es gut mit dir meint, wenn dein Gehirn die ganze Zeit dir erzählt, wie schlecht es dir geht? Also weite deinen Verstand. Wisse, dass du nichts weißt. Denn die Strukturen, sie brechen zusammen. Die Systeme, sie haben keinen Bestand mehr. Das haben wir lange gesehen. Und langsam, langsam, langsam bilden sich die neuen. Und die neuen Systeme, geliebte Seele, die werden nichts zu tun haben mit dem, was du gerade siehst. Es wird nicht in dieses, ach, dann nehmen wir jetzt dieses Telefon und sagen, das ist jetzt die alte Zeit, und dann streichen wir es grün an und schon ist es die neue Zeit. Nein, so wird es nicht sein. Es wird
dieses Telefon sein, heute wird es noch dieses Telefon sein und morgen wirst du einen kleinen nicht sichtbaren Knopf haben, den du dir ans Ohr nimmst oder ins Gesicht oder überhaupt nirgends hin, weil du einfach so sprichst. Ich hoffe, du verstehst, wovon wir sprechen, denn es geht dieses um das Formlose der neuen Formen. Ihr habt euch so viel beschränkt, so viel klein gemacht in all den vielen Jahren. Es ist nun Zeit, dass ihr wieder in eure Größe hineintaucht. Ihr seid auch du, die du nun hier stehst, so vieles getan hat, noch nicht ganz in eurer Größe. Da wächst du hinein, da wächst du mit den Energien, die du wahrnimmst, mit hinein. Und es geht jetzt schnell. So, vergiss alles, was vorher war. Nimm diese Zeit und nimm auch diese Felder, die bereitstehen. Wirf dort alles hinein und wisse, es ist vergangen. Wir danken dir aus der Tiefe der Göttlichkeit, dass du dazu beigetragen hast, über Milliarden von Jahren dieses hier zu spielen, diese Erfahrungen zu machen, denn sie waren wichtig. Wir sehen, wie viel Schmerz da ist. Wir sehen deine hohe Anbindung und deinen großen Mut, den es immer wieder gebraucht hat. Und nun lasse davon ab. Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, in welchem Format sich deine Seele wohlfühlt. Vielleicht ist dieses ein vollständig anderes Format als dieses, welches du so lange gekannt hast. Sei gut mit dir. Das ist sehr wichtig. Höre auf dich. Atme dich und sei gut mit dir. Denn nur so kannst du gewährleisten, dass du als Vorausgeher und Vorausgeherin diese neue Zeit auch anleitest. Rufe uns ganz aktiv, immer und immer wieder, denn wir sind ja da. Wir haben es so oft gesagt, wir sind ja du. Wir sind ja da und wir würden so gerne dieses Spiel spielen. Allein das geht nicht, denn wir sind eben für die anderen Dinge gedacht. Und so, das, was du nun heute tust, noch bevor diese Durchsage beendet ist, es ist diese Entscheidung, die du nun ein und für alle Mal fällst, hier auf dieser Erde zu sein. Denn, geliebte Seele, es ist nicht, dass irgendwo etwas explodiert ist und plötzlich warst du hier und, oh Gott, in der falschen Familie und was ist nur alles an Dramen passiert. Nein, so war es nicht. Das war genauso, wie du es dein ganzes Leben lang ja oft auch gemacht hast. Du hast es kontrolliert. Du hast da genau gewusst, aha, ich komme zu diesen Eltern, ich mache diese Erfahrungen und du hast voller Freude all diese Listen angekreuzt und all diese Reiserouten. Und es war uns eine Freude, dir noch mehr zu geben, denn du wolltest all diese Erfahrungen machen. Und so hast du sie gemacht. Und wie schnell hast du sie teilweise gemacht? Und bist du nicht hier? Sitzest du nicht hier auf diesem Stuhl gesund heute? Genau so ist es. So ist es also nicht mehr die Zeit, wir haben es erst vor kurzem gesagt, dich noch damit zu beschäftigen, ob du in diesem Jahr 345 jemand anderem den Kopf abgeschlagen hast, der dir dein Kind, weil deine Mutter über dieser Frau und so weiter. Das ist alles eine Firlefanz und Geschichten von gestern. Es war wichtig für eine lange Zeit. Es ist nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr wichtig, warum du heute hier bist und wütend bist. Es ist einfach nur wichtig, dass du verstehst, ich bin wütend und diese Wut, die will gesehen werden. Und vielleicht gibt es dann bei der ein oder anderen Thematik noch eine Geschichte, die nach hinten aufgerollt werden will. Und das dauert nicht länger als dieser eine Schnipp. Und genau so darfst du dich nun daran gewöhnen, denn dieses ist nun, was dein Verstand nicht mitfolgen kann. Insbesondere, wenn du sehr lange schon auf diesem Weg bist, dann möchte er noch sehr lange weitergehen. Warum? Weil er ein Gewohnheitstool ist. Und immer wieder sagen wir dir, bitte nimm ihn nicht so ernst.
Lächle ihn an, sage ihm, dass er jetzt seinen Mund halten muss in diesem Moment und beschäftige dich mit dem Gefühl, das gerade da ist, mit der Wahrheit, die gerade ans Licht will. Es ist dieses nicht mehr und es ist vor allem niemals weniger. Und so geht ihr also in dieses Licht, noch einmal sagen wir es, zeigt die Wahrheit. Alles, was ihr nun seht, war immer da. Es ist nichts Neues, es ist nur sichtbar. Und so erschreckt nicht, erinnert euch daran, ich bin hier, weil ich hier sein will. Und so darfst du nun, wenn du möchtest, deine Augen kurz schließen, geliebte Seele, indem du ganz in dich hineintauchst, in deine Wahrheit und dich ganz in dein Sein hineinfallen lässt, so wie wenn du dich in einen See hineinfallen lässt. Und so atmest du und bist in diesem See und hier breitest du dich aus und hier kannst du dich ganz sein lassen und hier kannst du noch einmal auch die Entscheidung treffen, dass du nun in diesem Momente alles loslässt, was du nicht brauchst. Du kannst dir nun vorstellen, wie noch einmal eine tiefen Reinigung durch dich hindurch strömt und auch um dich herum, wie kleine Spiralen, wie kleine Lichtspiralen in deinem Körper, in deinem gesamten System wird es nun aufgewirbelt. Alles, was nun gehen will, darf gehen. Du siehst es, wie es geht in dieses Wasser, in diesen See. Und so lässt du es einfach ziehen und du atmest und du genießt dieses Loslassen, weil du spürst, dass in dir dieser Freiraum nun immer größer wird, immer weiter wird. Und du lässt es zu, dass alles in dir ganz frei wird. Und auch wenn da eine kurze Angst entsteht, was passiert denn, wenn nun alles noch freier wird? Du lässt es zu. Du lässt dich ganz auf dieses Wasser, auf dieses Licht ein, welches dich nun vollständig in deine Wahrheit bringt. Denn deine Wahrheit, geliebte Seele, die ist viel größer als das, was du je glaubtest. Und hier in diesem See nun kannst du einen Blick davon erhaschen, indem du in diesem See liegend, während noch alles in dir gereinigt und um dich gereinigt wird, deine Augen öffnest und in dich umblickest, siehst du, wie die Welt um dich aussieht. Wer bist du? Sieh dich an. Sieh deine Schönheit, sieh deine Tiefe, sieh deine Wahrheit auch. Und sieh gerne auch ein Stück des Weges. Wie sieht er aus, dieser Weg? Wo geht er? Und wie fühlt er sich für dich an, vor allem, geliebte Seele? Blicke auf diesen Weg. Und wenn du möchtest und erst genau, wenn du möchtest und ganz bereit bist, dann geh doch mit deinem ersten Fuß auf diesen Weg. Streife noch einmal, während du deinen ersten Fuß setzt, an deinem Körper herunter, auch um zu spüren, ach, das ist nun mein Körper. So fühlt es sich also an. Er ist wunderschön. Ich liebe ihn. Ich danke dafür, dass er hier ist mit mir. Und so setzt du nun deinen Fuß auf diesen, deinen Weg. Und vielleicht sieht er ganz golden aus oder vielleicht ist er auch ganz weich. Und egal, wie er sich für dich zeigt, du weißt, das ist dieses dein Weg. Und diese Geborgenheit, diese tiefe Liebe,
Diese ganze Freude, die du nun spürst, auch diese Festigkeit, die sich vielleicht jetzt ganz ungewohnt anfühlt in deinen Füßen. Und auch diese Festigkeit spürst du und du gehst weiter. Du gehst diesen Weg und du siehst plötzlich an den Seiten verschiedene Dinge, die da sind, die dich begleiten mögen, die Worte, die du einsammelst, wie du in dein Körbchen Beeren sammelst. So nimmst du das mit, was dir gefallet, und du lassest hier, was du nicht brauchst. Und so gehst du diesen Weg und du spürst deine Füße. Und du atmest, deine Füße sind tief auf dieser Erde, und so siehst du, wie vor dir dieses Lichttor aufgeht. Und du weißt, wenn in diesem Moment, in dem ich durch dieses Lichttor hindurchgehe, habe ich entschieden, dass ich dieses Spiel des Lebens spiele. Ich als der ich hierher gekommen bin. Und du lässt dir diese Zeit, die du brauchst, und du gehst durch dieses Lichttor hindurch und du gelangst in diesen deinen Raum. Es ist Licht hier, es ist warm, es ist weich. An den Wänden sind da diese Spiegel. An den Wänden sind überall diese goldenen Figuren, und es ist vor allem dieser weiche, warme und gleichzeitig ganz feste Boden, auf dem du läufst. Und so stehst du und siehst dich in diesem Spiegel an. Und nun siehst du ihn, deinen Körper. Er zeigt sich ganz. Sieh dich an. Sieh dich ganz an, geliebte Seele. Dieses bist du. Es mag sein, dass du hier oder da einen Schatten siehst. Sieh genau hin, denn du siehst nun in diesem Moment, wie sehr du dich lieben kannst mit allem, was du nun siehst. Und so öffne dein Herz, so weit es geht. Du spürst nun, wie um dich und in dem gesamten Raum deine Seelenfamilie ist, deine Sternenbrüder gleichwegs und auch alle geistigen Führer, die mit dir sind. So fühle dich so beschützt, geborgen und geliebt, und öffne dein Herz ganz, blicke dich in diesem Spiegel und sage zu dir selbst: Ich gelobe heute, auch wenn ich nicht weiß, wie es geht, dieses Spiel des Lebens, gelobe ich heute mir selbst, dass ich hier sein will. Ich will hier dieses Spiel auf dieser Erde spielen. Ich nehme die Unterstützung an, all die Unterstützung, die ich erhalten kann aus den geistigen Welten, auch aus den lichten irdischen Welten nun. Ich verbinde mich vollständig mit dem Irdischen, mit der Erde, denn ich verstehe nun, ich kann nur etwas bewirken, wenn ich hier auf dieser Erde ganz bewusst angekommen bin. Und so kannst du nun die Worte hinzufügen, die für dich noch wichtig sind, und spürst, wie du hineinfließt in diese Erde. Ja, wie du und diese Erde das Gleiche sind. Es gibt da keine Unterscheidung mehr. Es ist alles eins. Und du spürst nun auch dort, wo du früher gedacht hast, oh, diese Erde ist so schwer. Sie ist Licht. Sie ist das pure Licht. Und sie durchlichtet dich auch durch deine Wurzeln. Und so kannst du immer wieder atmen und dich ganz hier ankommen lassen, hier in diesem Lichtportal, in deiner neuen Zeit. Denn, geliebte Seele, es geht darum, dass du in eine neue Zeit eintrittst, in eine Zeit, in der du für dich beschließt: In meinem Leben gibt es nun die Ausrichtung ins Licht. In dieser Ausrichtung kann ich alles sehen, was dazu gehört. Ich nehme alles an, was ich bin, denn ich bin hochgeliebt, und zwar von mir. Und nun spüre diese Liebe, spüre deine Liebe, die überall in dir und um dich fließt.
und die tief dich in diese Erde fast schon wie hinein zementiert. Und du kannst auch gerne scherzhafterweise den ein oder anderen Fuß bewegen und du siehst, geliebte Seele, du bist noch nicht ganz festgebacken, du bist immer noch du und die Erde ist immer noch die Erde. Es ist einfach nur, dass du nun verstehst, du bist nun hier. Feiere dich, mach dein Herz noch weiter auf, noch einmal ein großes Stück mehr. Sieh alle die in diesem Raum nun sind. Und vielleicht kennst du den einen oder die andere, weil sie aus deiner Ahnenreihe kommen. Denn auch darum geht es nun in den nächsten Wochen, geliebte Seele, dass du dich mit deinen Ahnen verbindest. Sie sind in diesem Licht für dich da. Sie wollen mit dir sein, dich unterstützen, dich feiern. Und so blickest du in diese Runde und vielleicht siehst du, wie sich die ein oder andere Seele vor dir verneigt. Denn so ist es, Geliebte. Wir feiern dich jeden Tag, jede Sekunde deines Aufmachens aus der Dankbarkeit, dass du heute hier bist. Denn ohne dich, wo wären wir denn alle? Und so feiere du dich. Atme dich, spüre noch einmal dieses Gefühl. Wie fühlt es sich an, geliebte Seele? Hier in deinem neuen Lichtportal, in deiner neuen Zeit, in deinem neuen Leben. Hier kannst du nun sein. Du kannst, wie du möchtest, weiter wieder deinen Weg gehen oder einfach hier verweilen. Es ist dieses nicht wichtig, denn deine Entscheidung, hier zu sein, ist dieses, was den Weg für dich nun weit macht und frei macht. So sieh die Wunder, die nun kommen, mach dich weit und tauche immer wieder, auch während des Tages kurz in diesen See, in dem du gerade verweilt bist. Es ist dieses dein See, geliebte Seele. Es ist dieses dein See, der ja, wie du jetzt wahrgenommen hast, in deinem Seelenraum, in deinem Lichtportal ist. So schenken wir dieses Lichtportal. Du kannst jederzeit immer wieder zu jeder Sekunde des Tages hineintauchen, einfach indem du dich mit dem Wort Lichtportal verbindest oder was auch immer dir jetzt in den Sinn kommt. Und so bitten wir dich, bade immer wieder darin, komme ganz an und sei ganz hier, denn wir brauchen dich in dieser Welt. Und so kannst du noch einmal dieses Ankern, dieses Gefühl deiner Wahrheit, deines wahren Seins. Wir verneigen uns zutiefst vor dir, geliebte Seele, und möchten wir dir noch einmal sagen, dass das alles, was du getragen hast, nicht ohne Sinn war, es hatte viel Sinn, denn nur deshalb darf es jetzt so schnell gehen für alle Seelen, die jetzt kommen. So darfst du dich auch ehren, denn du hast vielleicht an der einen oder auch anderen Stelle noch Angst, dass du wieder in das kleine Machtspielchen kippen könntest. Und wir sagen dir, dafür ist kein Raum mehr, nicht in dir, nicht in dieser Welt. Du darfst dich ehren, denn dort, wo du dich ehrest, ehrest du auch die, die mit dir sind. Und so wird dieses eine Welt der Wertschätzung, der großen Liebe, die bedingungslos ist. Und dahin geht es, geliebte Seele, in die bedingungslose Liebe, die weitaus größer ist als das, was du jemals erfahren hast, was jemand in dieser Erde erfahren hat. Wir freuen uns schon so sehr auf dieses neue Spiel. Und wir sind da, wir sind immer da. Und wir danken dir so aus der Tiefe, dass wir immer wieder auch für dich sprechen dürfen, immer wieder mit dir sein dürfen. Denn noch einmal, wer wären wir ohne dich? Du bist ja wir. So nimm diese dunklen Schatten nicht so ernst. Höre auch immer wieder einmal diese Worte und geh in deinem Haus nach oben, in die Mitte, nach unten. Bade in deinem See, der vor diesem Haus ist und wisse, du bist nun hier. Es gibt dieses keinen Weg zurück. Da gibt es diesen Verstand, der ein bisschen untrainierten Fußes ist. Und den kannst du manchmal einfach anlächeln und sagen, ach komm, ich zeig dir ein schönes Bild. Er liebt Bilder, zeig ihm diese. Er wird schnell
schnell auf deiner Seite sein, denn genauso wie dein Arm, geliebte Seele, genauso wie dein mini kleiner Zeh auf deiner rechten Seite, ist er einfach nur eines der vielen wunderbaren Tools, die du hier in dieser Erde hast, um dich auszudrücken. So nutze all diese Tools, sogar deine kleinen Zehen, um dich groß zu machen, um dich in diese Welt zu stellen und zu sagen, ja, jetzt ist es geschehen. Wir sind hier, um wieder zu lieben. Und selbst wenn ich tiefe Angst habe vor der Liebe, weil sie mich so oft verletzt hat, so stehe ich hier und ich öffne mich, weil ich weiß, dass dieser verletzte Spielstein doch nicht ich bin. Und so gehe ich mutig diesen Weg und ich öffne mich, ich mache immer mehr auf und ich liebe sie, diese Liebe, weil ich ein Vorausgeher, eine Vorausgeherin bin. Und so danken wir dir von Herzen dafür, dass du hier nun bist, uns gehört hast und machen auch frei für, wir sagen einmal so locker, die zwei oder drei Fragen jetzt, die du bitte über dein Mikrofon an diese, die hier sitzt, geben kannst nun. Wir sehen so viele Fragen, so geht vor. Es ist auch dieses die neue Zeit. Dein Herz zu öffnen bedeutet, das Nichtlicht zu zeigen, weil dir nichts passieren kann, weil wir hier in der Liebe sind, weil wir hier die Liebe sind. Ich fange mal an. Ja, meine Frage ist, was es braucht, damit sich mir die finanzielle Fülle und eine erfüllte Partnerschaft in meinem Leben zeigt. Und ich glaube, es hat was mit der Angst vor dem Erfolg zu tun. Die Partnerschaften werden ein ganz neues Gebilde bekommen. Deshalb gibt es Seelen, die sich aus dem noch herausgehalten haben, um ganz neu zu starten an einem Punkt, der bei Null beginnt. Womöglich, weil es dieses das Thema ist, an welchem du die Seelen